Ja, Mädel, Leute. Ja, ich nehme das am 15.8. auf. Ja. Reinis Kanal ist gebannhammert worden. Habe gedacht, heute mache ich mal was ganz Leckeres. Nicht der Rede wert, aber so ein bisschen zur Feier des Tages. Ja. So, ein bisschen hier. Das raus. Aufhebe. Ja, ich habe heute noch einen Special Guest hier. Und zwar die gute Birella. Oder Bierella. Oder keine Ahnung. Ja, mit dir habe ich noch was Großes vor. Zweideutig. Ja. Also das. Die Mullen, die immer im Drachengame sind, dass die irgendwie einen an der Waffel haben. Unglaublich, wenn ich mal an Baby Chrissy denke. Ja. Hat sich weggemeldet. Dann die Zoomulle. Hat sich weggemeldet, sind Nacktbilder aufgetaucht. Moskaubärchen. Ja. Wurde weggemeldet. Sind Nacktbilder aufgetaucht. Dann hat sie einen Porno-Kanal gemacht. Dann so eine andere Kleine. Hat sich echauffiert. Wurde weggemeldet. Hat jetzt ein schmutziges Profil, wo sie Gruppensex sucht. Ja, egal. Also, Moment. Birella, ich kann dich da nicht so stehen lassen wegen der. Den Hackern da. Ich habe da so einen Zarenstein für dich, habe ich im Keller gefunden. Man sieht schon, der schon ziemlich alt schimmelt. Ja, gut, ob es jetzt hier schimmelt oder zwischen deinen Beinen, ich weiß nicht. So, jetzt bleib mal sitzen. So, jetzt, Birella, jetzt hast du mal was hier. Hä? Ja, dann, da muss ich ein bisschen was abtropfen lassen. Ja, das ganze Öl. Gut, es braucht eine Weile. Jetzt muss ich auf die Kippe nebenher gucken. Dass sie den Böller da entzündet. Ja, heute auf die Schnelle. Ja, es hört sich ein bisschen an wie Hundefutter. Ja, ist so ähnlich, halt Dosenfutter. Ja. 160 Gramm. Oh, das sieht aber gut aus. Es verläuft leicht, ja, Pirella. So wirst du nachher Ausquidi machen. Boah, Verlauf des Pervers. Das muss nachher in den Kühlschrank. Oh, und weil das heute so feucht ist. Ja, lassen wir mal das Tabasco weg. Und dann dafür viel Chili zum Binden. Oh, ist das schön. Ich hätte gern Rainers Mund gesehen, wie er mitgekriegt hat, dass er wieder weggemettelt worden ist. Wahrscheinlich wird er auch sagen, so, Stream fällt heute aus. Oh, da haben wir noch was. Cayenne-Pfeffer. Muss auch noch drauf. So. Und für die Käsefans, ja. Oh, zum ersten Mal getroffen. Wahnsinn. Hier einfach das mal drauf. Ganz schlicht und einfach heute. So. Ja. Deckel drauf. Ich habe meinen Zollstock immer noch nicht gefunden. Ich habe noch nicht aufgeräumt. Deshalb, heute dürfen wir nicht so drücken, ne? Ja. Omas Teller habe ich auch noch nicht sauber gemacht. Egal, aber es sieht lecker aus. Also, kommt dann in den Kühlschrank und nicht in die Mikrowelle. Dafür kommt heute mal wieder ein Puschel. Ja, ein schöner Roter. Für dich, Birella. Oh, da fängt schon das Furze an. Ja, also, Break.
paar Feierabendbierchen und dann gucken, was die Verkostung macht. Nice. Ja, Metal-Leute, es ist soweit. Die Verkostung. Birella? Birella? Ich glaube, ich habe sie... Birella hält Winterschlaf. So, jetzt geht's hier. Ich habe Hunger. Ich habe einen guten Intus. Ja, also das mit Birella. Wie soll ich das jetzt erklären? Warum habt ihr mich auf die Idee gebracht, so eine dumme Puppe zu kaufen? So, und jetzt. Oh. Sieht doch mal lecker aus. Da ist ein Stück Thunfisch raus. Hm. Hier irgendwas anderes. Ich drück das mal zusammen. So wie eine kleine dicke Mulle. Und Mahlzeit. Hm. Also Leute, okay, jetzt tropft es, wie die Mullen bei mir. Ja, aber jetzt so, wenn man 30 Grad draußen hat und das mal ein paar Stunden im Kühlschrank hat, dann mit Totenfisch und Paprika und Nudler. Also ich habe ja das hier verwendet. Hey, hammergeil. Gut, mit der Schärfe. Ich merke da gar nichts. Ich muss da ein bisschen auf meinen Darm achten. Oh! Das hat wirklich was. Prost. Ja, das gefällt mir. Ja, der märkische Hater macht hier gerade auf YouTube seinen Warm-Up-Stream. Und dann bin ich mal gespannt, ob der Rainer was... Okay. Nachher brauche ich eine Gabel. Ich bin echt gespannt, ob der Rainer was sagen wird zu seinem YouTube-Bann. Oh, ich freue mich wie so ein kleines Kind. Aber ich sage jetzt schon, sind die Hater schuld und bla bla bla. Und ich muss schlucken, sorry. Ich frage mich einfach, wie er darauf kommt, dass man nach einem Jahr YouTube nicht mehr gesperrt sein darf. Echt utopisch. Gut, es gibt einige große YouTuber, die haben dagegen geklagt, weil YouTube haut ja da in den Community Strikes immer rein. Ja, du hast gegen die Community-Richtlinien verstoßen. Bitte lest dir da das durch. Ja, und welchen Teil, gegen welchen Teil hat man da verstoßen? Ja. Kriegst keine Antwort, kriegst nicht mal per Live-Support eine Antwort. Also, da muss ich echt sagen, da muss YouTube an sich arbeiten.
Weil das kann es echt nicht sein. Ja, schon dann nochmal alles groß gesperrt worden, weiß ich gar nicht. Muss ich mich nochmal schlau machen. Letzter Bissen, weil Rest wird offline gefressen, weil ich will ja euch nicht länger belästigen. Ja, geil. Da kommt ein Bissen noch, weil sein Account gesperrt worden ist. Junge, das sieht hier aus wie damals. Ja. 45. So wird sich auch rein auffüllen. Komm. Einer geht noch. Oh. Und das schmiere ich am Pensi ab. Dann hat die Freundin auch noch was davon. Ja. Oh. Ich weiß, mit Vollmond spricht man nicht, aber ich überziehe hier gerade wieder die Länge. Also mit Lauf und mal gucken, was der Schiss macht. Uiuiui, was ist denn heute los? Pinkeln und kacken gleichzeitig, geil. Tritra, Trollala, der Furchi ist mal wieder da. Das Spirella-Brötchen war nicht gut.